Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Gestern Abend habe ich hier noch an dem Biergarten gesessen. Heute damals den 23. Juli 2018. Heute geht meine Etappe weiter. Und zwar vorerst die letzte jetzt auf dem Rheinradweg. Irgendwann mache ich mal wieder weiter. Wann weiß ich noch nicht. Jetzt noch mal kurz zu Laufenburg. Hinter mir seht ihr die Schweizer Seite von Laufenburg. Das heißt Laufenburg AG. Und jetzt weiß ich auch, für was das AG steht. Das steht für Aargau. Und hier hinten nochmal ein schöner Blick auf die Kirche, bevor es jetzt für mich weitergeht Richtung Basel. Und let's go! Aus Laufenburg bin ich jetzt draußen. Es war jetzt nochmal ein schöner Ausblick. Und jetzt bin ich hier wieder auf dem Radweg. Und in Laufenburg hat ein Schild dann wieder gestanden. Bad Zeggingen noch 10 Kilometer. Das ist so mein nächstes Ziel. Und Rheinfelden 30 Kilometer. Das liegt dann auch schon unmittelbar vor Basel. Fahre ich jetzt auch auf der deutschen Seite wieder entlang am Rhein, und das wird jetzt auch ausschließlich, glaube ich, so bleiben bis nach Basel, soweit ich jetzt auf meiner Route gesehen habe. Vielleicht noch mal kurz rüber in die Schweiz, aber im Großen und Ganzen bleibe ich jetzt auf diesem Weg. Ging es an Obersäggingen vorbei, und Bad Säggingen ist jetzt auch erreicht. Diese schöne Brücke hier verbindet Bad Säggingen
in Deutschland mit der Schweizer Stadt Stein. Jetzt bin ich mal kurz auf die Holzbrücke draufgegangen. So eine schöne Holzbrücke habe ich noch nie gesehen. Und die geht noch direkt über den Rhein. Das hat sich jetzt noch ein Stückchen hier entlang gezogen und jetzt fahre ich wieder hier so durch ein bisschen Wald. Links neben mir ist wieder der Rhein und rechts ist Feld. Jetzt rausgekommen, passieren wir jetzt den Ort Walbach. Ja, ich bin jetzt gerade durch so ein Naturschutzgebiet gefahren. Da habe ich auch gerade mal kurz angehalten und habe ein bisschen die Schwäne beobachtet. Da waren ganz viele unterwegs, wie ihr gesehen habt. Schwörstadt, Landkreis Lörrach ist erreicht. Geht mal wieder schön neben der Bahnlinie entlang und am Rhein da unten, da sind überall Festzelte aufgebaut, wo ich gesehen habe, viele Städte. Da gibt es einiges zu feiern hier, ist ja auch jetzt schön im Sommer. Start. Man sieht es auf dem Schild. Jetzt muss ich hier die Bundesstraße entlang fahren und in Rheinfelden sind wir jetzt gleich. Basel sind es noch 20 Kilometer.
ich wieder weg von der Bundesstraße. Ich bin jetzt wieder runtergefahren an den Rhein. Das war jetzt nicht schlecht. Da bin ich jetzt noch an dem schönen Schloss vorbeigefahren. Wie es heißt, blende ich euch ein. Und hier geht es auch an so einer größeren Fabrik vorbei. Was sie da herstellen, weiß ich jetzt auch nicht. Vorhin habe ich mal was mit Aluminium gelesen. Da gucke ich jetzt auch nochmal nach. Ja, Industrie darf auch nicht fehlen. Man merkt, wir kommen immer näher Richtung Basel. Und jetzt sind wir hier am Wasserkraftwerk Rheinfelden. Rheinfelden ist erreicht. So, jetzt bin ich mal wieder auf die Brücke gegangen vom Rhein bei Rheinfelden. Da drüben geht es dann wieder in die Schweiz. Hier fließt der Rhein Richtung Basel. Aber ich fahre jetzt auf der deutschen Seite weiter Richtung Basel, und zwar hier oberhalb der Brücke. Seht, fahre ich jetzt langsam durch die Ortschaften vor Basel. Seht, fahre ich jetzt am Verkehr. Hey, jetzt sind immer mehr Basel. Gleich sind wir da. Es geht in die Schweiz. Jawohl. Es geht über die Grenze. Ihr seht. Und da vorne ist jetzt wieder der Radweg eingezeichnet. Ich muss jetzt gleich hinkommen. Thank you.
langsam kommen wir, glaube ich, Richtung Zentrum. Ja, was ich jetzt in Basel gesehen habe, was auffällig war, da haben die Fahrräder, also die Velos und die Busse eine Spur zusammen. So, ich bin jetzt mal auf die Brücke hier gegangen, die über den Rhein geht. Das Ganze hier, der Rheinarm nennt sich Rheinknie und hier endet dann auch der Hochrhein und gleichzeitig geht dann der Oberrhein hier weiter, der dann langsam Richtung Norden fließt. Ich habe mich jetzt hier unten in Basel mal kurz mit einer Pizza gestärkt, bevor es für mich hier weitergeht. Hier sind auch ganz viele Leute, die hier im Rhein schwimmen. Ihr seht. Geht es jetzt wieder aus Basel heraus durch Industriehafen, aber so ein großer Ganze war es eigentlich ganz gut zu fahren mit dem Fahrrad in Basel. War gar nicht so schlecht mit der Fahrradspur und Busspur. Da ist man wirklich gut durchgekommen. Schon sind wir in Weil am Rhein. Ja, das war jetzt nicht alles ganz so schön hier am Weil am Rhein da rauszukommen. Ich wollte ja als erstes bei Weil am Rhein zurückfahren, aber das war mir jetzt zu viel Trubel. Jetzt fahre ich einfach noch ein bisschen weiter den Rhein hoch. Ich habe ja noch Zeit. Es geht zwar jetzt hier noch ein bisschen durch Industriegebiet. Neben mir läuft die A5 und dann werde ich wahrscheinlich bei Bad Bellingen. Genau heißt es. Da werde ich dann mit dem Zug zurückfahren. Okay, es geht weiter. So, jetzt bin ich endlich weg von der Straße. Jetzt sind wir wieder direkt am Rhein. Und da vorne war ja vorhin ein Schild gewesen, Dreiländereck, ja, auf der anderen Rheinseite. Ist dann auch die Schweiz haben wir jetzt nicht mehr. Ja. Dann kommt langsam Frankreich dazu. Jetzt habe ich gelesen, Bad Bellingen sind noch 15 Kilometer. Das reicht eigentlich alles noch ganz gut. Ich bin jetzt wirklich direkt neben der A5. Hört man vielleicht ein bisschen. Aber auf der anderen Rheinseite konnte ich nicht fahren. Das machen wir dann ein anderes Mal. Da hätte mir die Zeit jetzt nicht gelangt.
komme ich echt gut voran. Wir haben zwar hier immer diesen Sandweg, jetzt ist auch windig, und dafür aber keine Steigungen. Das ist auch ganz schön was wert. Während ich jetzt hier gemütlich am Rhein entlang fahre, auf der anderen Seite ist Frankreich, möchte ich mich jetzt auch bei euch verabschieden und von meiner Schweiz-Rhein-Tour, die war wirklich sehr schön zu fahren, hat Spaß gemacht, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, besonders in der Schweiz, die Radwege. Eigentlich wollte ich ja jetzt von Weil am Rhein in den anderen Teil, den Oberrhein, ja, dann extra fahren, aber jetzt bin ich halt schon ein Stück den Oberrhein hochgefahren, macht ja auch nichts. Und das nächste Mal starten wir dann von Bad Bellingen. Und wenn ihr mal in der Schweiz Rad fahren wollt, macht es ruhig. Es sind zwar ein paar Buckel dabei, aber es ist sehr schön zu fahren und genießt die Aussicht. Ja, und das werde ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen machen, wenn ich welche habe. Und bis zum nächsten Mal, dann werden wir uns bestimmt wieder am Rhein sehen. Okay.